Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Livestream ist ja schon. Zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Minecraft Rustic Waters. Und wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass wir definitiv uns den Nether suchen müssen. Ich hoffe, mit der Stimme und mit dem Ton funktioniert alles. Und ich habe mir in der Zwischenzeit mal ein paar Sachen rausgenommen. Einmal Night Vision und einmal Unterwasseratmung oder so. Und wie gesagt, ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Wir müssen definitiv erstmal hier einen Punkt machen. Obwohl, wir haben hier einen Todespunkt. Deathpunkt. So, machen wir uns mal einen Homepunkt. Damit wir wissen, wo wir hingehören. So, jetzt haben wir einen Homepunkt. Jetzt können wir ein bisschen schwimmen gehen. Ich hoffe, wir überleben das. Und heute beschäftigen wir uns nur damit, einfach mal zu sagen, hey, wir wollen gerne mal was finden. Und so, können wir langsam schnell schwimmen? Nee, können wir auch nicht. So, was haben wir denn hier? Ein Dungeon. Kommen wir da hinten? So, sogar zum Dungeon. Oder sieht das wieder wie das End, oder? Es könnte das End sein. Oh, das End schneller gefunden als den Nether? Tatsache, das ist das End. Wie wir da reinkommen? Müssen wir uns nur reinbauen. Nein, wir können ja unten reinschauen. Okay, dann machen wir uns mal hier einen Homepunkt. So, dann haben wir hier das Endportal. Absturz. So, und das Guide. Das Problem ist, dass wir uns. Das ist die Frage, wo ist das Netherportal? Ich kann auch nicht schneller schwimmen. Ist so weit weg? Oder lass mich raten, ich schwimme in die falsche Richtung.
Ist irgendwo drinne? Dispenser. Das ist bestimmt irgendwo was hinter. Aber ehrlich gesagt, wir haben gerade keine Zeit danach zu suchen. Ich glaube, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Wenn wir netter finden würden, na, dann denke ich mal, dass uns warm werden würde. Das sind auf jeden Fall schon mal Ärzte. Da ist sowas, oder sieht. Ne, sieht nur so aus, ne? Ist das ein Dungeon oder? Also aussehen tut es schon mal wieder da. Das ist ein Metroid. Also auch keine da. Gibt's doch nicht. Das noch mal ein End. Ups. Ja, da kommt noch ein End. Also, da ist noch ein End. Aber haben wir jetzt hier zwei Ende, aber keinen. Ich habe echt den Sinn, dass wir so zur falschen Richtung geschwommen sind. Wir sind über 1000 Blöcke geschwommen. Wir könnten mal hier hin zurückschwimmen. Ist auch schon wieder so ein Boot. Das Problem ist, dass die Boote uns überhaupt nichts bringen. Und wir den Nether nicht finden. Zwei End haben wir, aber kein Nether. Die Frage, sind die irgendwo in der Erde? Oder? Ja, eigentlich müssten die hier genauso aussehen. Ich sterbe schon. Ich komme nicht mehr lebendig zurück.
Und vor allem will ich immer langsamer, ne? Ich schwöre euch, das ist die falsche Richtung. Blöcke. Bis nach Hause. Ja, Warning. Wow. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich werde diesen Wasser jämmerlich erfrieren. Ist schon wieder so ein Eisding. Das ist doch bestimmt schon wieder so eine 600 Blöcke bis nach Hause. Die Frage ist echt, wo müssen wir hin? Das sind Chests und die kann ich jetzt nicht mehr abbauen. Kann ich die aufmachen? Ne, brauchen wir eine Pickaxe so. Okay. Schon mal schön zu wissen. Und immer noch kein, das Ende ist schon in Sicht, aber kein Netter in Sicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich mir den selber bauen sollte. Also oben wird mir, glaube ich, auch nicht wärmer, oder? Probieren können wird. Das bringt mir alles soweit nichts. Dann sehe ich kein Netter. Ja, jetzt werde ich sterben. Gut. Oder auch nicht. Das hat mir nichts gebracht. Es sei denn, wir versuchen jetzt zur anderen Seite zu schwimmen. Muss ich auch mal gucken, ob ich noch ein paar Potions habe. So, wir waren jetzt da.
Ein Ausflugsziel. Die brauchen alle nicht mehr. Sind die alle? Sieht aus wie ein Schiff wieder. Aber leider auch keine da. Wird schon wieder kalt. Eigentlich hätte ich damit abbauen sollen, glaube ich. Und nicht durch die Gegend schwimmen. Aber wenn man halt den Nether sucht. Das ist auch keine. Das ist so ein Asteroid schon wieder. Denke mal, das Ding sieht aus wie der vom End. Aber wie soll man das schaffen, wenn das so weit hinten ist alles? Dann ist man tot, bevor man im Nether ist. Wir sind ein Vorteil hat es bis jetzt. Ne? Wir haben es einen gefunden. Und das sogar ziemlich schnell. Nachteil? Wir finden Kinder da. Und eigentlich sollte es auch Städte geben. Auch die finde ich nicht. Gut, wir haben noch zwei Möglichkeiten, rein theoretisch gesehen, zu suchen. Also eins kann ich euch schon mal sagen, wir kommen nicht mehr lebend zurück. Ich glaube, wir sind schon viel weiter geschwommen als. So, da. Was ist da für eine Musik? Schön unter Wasser weht. Das ist alles übrig. Wir müssen uns sowas wie ein U-Boot bauen. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, hoffnungslos verloren. Problem wird sein, dass wir das U-Boot nicht bauen können.
Wir können ja da haben. Sind nur Boote. Nichts irgendwie nettermäßiges. Ist so ein Scherz, dass das Enzo dich transpawnt? Oder wenn es eine Custom Map ist, dass Enzo dich dran gebaut wurde? Aber der Nether sonst wo ist. Gut, wir haben noch zwei Richtungen, ne? Vielleicht liegt es daran. Wenn ich raten müsste, würde ich glatt sagen, das andere war kein Ende. Aber es sah genauso aus wie das Ende. Ein Dorf? Ja gut, das haben wir schon mal. Ich weiß noch, wie wir da reinkommen. Ist da unten Eingang? Da. Oder? Okay. Hier nur so runter gehen. Gibt es noch einen Eingang? Tschüss. So, Dispenser. Ausleuchten wir hier mal geil. Aber hier lebt doch keiner, ne? Ein Bett.
gut, jetzt ist es wenigstens wo ein Dorf wäre. Das End. Und in der anderen Richtung hätten wir nämlich das Dorf. Das heißt, das Problem ist immer noch, dass wir immer noch nicht wissen. Wo ist denn der da? Wir müssen uns also irgendwas bauen, womit wir definitiv mehr oder besser durch die Gegend schwimmen können. Dazu gibt es hier definitiv ein U-Boot, aber... Die Frage ist, wo ist das? Das wird aber sein, dass wir vorher definitiv an Strom kommen müssen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Jetpack auch schneller sind. Das ist so gut. Das Ding brauchen wir. So, dafür brauchen wir Steel Plates. Flint ist hier. Okay. Ein Table. Ist nicht das Problem. Das könnten wir alles rein theoretisch gesehen. Hardenet. Müssten wir eigentlich alles hinkriegen. Ja gut. Nee, kriegen wir nicht hin, weil dafür brauchen wir eigentlich Strom. Wir sind U-Boot ja auch irgendwie laden. Gut, wir machen uns jetzt also erstmal die Flossen. Die Standardflossen. Ja, sehr gut. Ist eilig oder was? So. Gut, wir nehmen unsere Questbook Sand. Und kommen dann definitiv hier hin. Wir brauchen das Ding. Und zu Elektrum. Und Elektrum machen wir uns aus. Strom, Silber und Gold im Ellosmeter. Der Ellosmeter braucht hier Strom. Wir könnten versuchen, was war das? Silber und Gold. Was wären wir bei? Dankeschön. Und Gold. Können wir das nicht oben im Dings machen? Können wir. Elektrum. Dann kommen wir nämlich hier nochmal im Quest weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Und
Ja. 8.13. So. Ich frage es auch gerade, ob die ein bisschen, ob die stark ist. Die Rüstung. Aber wir kriegen auch gleich zwei raus, ne? Gut, sind mir noch gleich zwei eingeschmolzen, aber. Ja, gut. Damit hätten wir eigentlich eine Rüstung schon wieder. Dafür kriegen wir was? Irgendwelche Kühlpacks. Dass ich wieder nichts anfangen kann. Können wir uns mal später angucken. Hosen und Schuhe. Super cool drin. Ja, das Problem ist, dass das die Sachen für den Nether sind, ne? Wenn ich mir das so angucke, dann ist genau die Sachen, die man im Nether braucht. Problem. Wir wissen immer noch nicht, wo der Nether ist. Dazu brauchen wir die Dinger. Charcoal ist klar Sand. Aber das brauchen wir Slab. Und Slab kriegen wir wieder nur irgendwo raus, wenn wir Strom haben. Das ist das Problem, wir kriegen dieses Rosin nicht. Beziehungsweise kriegen wir dieses Swap nicht. Fluid Transposer, den haben wir. Wir könnten mal probieren. Aber hier. Nee, hier können wir keine Kohle reinpacken. Ja, auch nicht. Und hier kommt nur Flüssigkeit rein. Brauchen Strom und wissen immer noch nicht wie. Gut, das war die Reise erstmal im Wasser. Ich würde sagen, wir beenden das Video für heute. Ich bin schon bei 35 Minuten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Beim nächsten Mal weiß ich, wie man Strom macht. Hoffen wird. Alles klar, bye bye, ciao, ciao. Ich bin raus.